Die besten Zimmerlehrlinge Oberösterreichs kommen aus dem Mühlviertel. Genauer gesagt vom Ausbildungsbetrieb Buchner Holzbaumeister in Unterweißenbach. Wir besuchten kürzlich die Firma in der Region Mühlviertler Alm und überzeugten uns selbst, wie dort das Handwerk gelehrt und professionell in die Praxis umgesetzt wird. Als einer der größten Lehrlingsausbildner der Region bildet die Firma Buchner Holzbaumeister derzeit 14 Lehrlinge in 4 Lehrberufen aus. Die Lehrlinge werden gefördert und gefordert. Seit Unternehmensgründung absolvierten insgesamt 82 Lehrlinge ihre Ausbildung in diesem Betrieb. Rund ein Drittel der Mitarbeiter haben dort gelernt und sorgen kontinuierlich für Top-Leistungen und höchste Handwerksqualität auf deren Baustellen. Ja, mir gefällt das da, dass die Leute alle wirklich super sind. Man kann mit ihnen reden, man kennt mit ihnen gut aus und die Arbeit taugt mir auch. Wie kannst du da deinen Zimmererberuf ausüben? Siehst du, da lernst du da recht viel? Ja, man lernt schon viel, weil man sieht, man kommt irgendwie mit anderen Leuten mit. Und die zwangen halt auch irgendwie irgendwas anderes. Also man lernt alle dazu. Ja, weil ich da von der Planung bis zum Aufstehen dabei bin. Also erst das im Plan in der Halle in der Hand habe, dann sehe ich einmal, wie es ungefähr ausschaut und was mal die ersten Schritte sind. Dann bauen wir es zusammen, das Fenster einbauen und auf Baustelle und auf der Baustelle dann alles aufstellen. Und es ist einfach super, wenn du siehst, wie es im Plan, auf dem Plan ist und dann wie es in Wirklichkeit dann auch ausschaut. Die Firma Buchner ist Spezialist und Vorreiter für hochwertigen ökologischen Holzbau, von der Planung bis zur Fertigstellung und im Bereich energieeffizientes Bauen mit Holz führend in Oberösterreich. Das 1979 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Unterweißenbach plant, fertigt und montiert individuelle massive Holzbauwerke mit hohem kostensparendem Vorfertigungsgrad. Es gibt einige gute Holzbauer, da zählen wir uns natürlich dazu. Da werden gute, gesunde Bauten gemacht. Den Unterschied, was wir gehen wollen, ist die ökologische Schiene gegenüber manche Hausbauer, die eben das Ganze rein nur auf billig, nur mit Styropor machen. Da sind wir nicht dabei, da ist uns der Baustoff Holz zu wertvoll. Wir wollten schon immer beweisen, dass man gerade mit Holz ökologisch und nachhaltig bauen kann. Umweltschonend, ressourcensparend, energieeffizient und individuell. So der Zimmermeister und Geschäftsführer Christian Buchner, der das Unternehmen seit dem Vorjahr leitet und mit seinem engagierten Team bis zu 30 Baustellen pro Woche in einem Radius von rund 150 Kilometer abwickelt. Ein eigenes Haus zu bauen liegt nach wie vor im Trend. Doch was sollte man von Beginn an beachten? Wichtig ist, glaube ich, wie überall im Leben oder wie oft im Leben, einer der ersten Schritte. Und es ist beim Hausbau oft natürlich der Entwurf, die Planung oder das Grundkonzept einmal. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass man das gleich kombiniert ein bisschen mit der Finanzplanung. Sprich, man sollte sich frühzeitig überlegen, was kann man, was will man, was ist man bereit, wirklich später dann monatlich von seinem Familieneinkommen für das Projekt Haus quasi zum Reservieren. Und danach sollte sich natürlich auch ein bisschen die Planung richten, weil es macht, glaube ich, wenig Sinn, dass man zuerst einmal ins Blaue plant und später irgendwann draufkommt, hoppala, das geht sich irgendwie gar nicht aus, das sprengt mein Budget. Wer ganz genaue Vorstellungen hat, wie sein Leben auszusehen hat, will kein Haus von der Stange. Buchner plant mit ihnen ihr individuelles Holzhaus. Maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse und Wünsche. Ein ganz persönliches also. Doch wo geht eigentlich der Trend beim Hausbau hin? Er geht aus unserer Meinung, glaube ich, schon sehr, sehr stark in Richtung gesundes Bauen, ökologisches Bauen und natürlich energieeffizientes Bauen. Wir merken sehr intensiv, dass unsere Kunden einfach zu Recht immer verstärkt und immer mehr nachfragen, welche Materialien sind die in ihren Häusern, in ihren Aufstockungen, ihren Zubauten verbaut und fragen da teilweise wirklich sehr, sehr genau nach. Wie gesagt, zu Recht nach, weil einfach, wenn man gesund baut, natürlich sich das eins zu eins auswirkt, einfach aufs Wohlbefinden, aufs Wohnen, aufs Leben im Haus dann.
Und diesem Trend wird das erfolgreiche Mühlviertler Familienunternehmen aus Unterweißenbach gerecht. Bei den unterschiedlichen Buchnerbauten bleiben die speziellen Eigenschaften eines Holzbaus immer, auch bei Verputz, erhalten. Eigens entwickelte individuelle Dachdetails unterstützen den Gebäudeschutz und die Energieeffizienz. Auch die Kunden von Buchner Holzbaumeister sind zufrieden, wie man hört. Ich habe als Notar berufsmäßig sehr viel mit Hausbauern zu tun und da weiß ich natürlich auch, dass es viele Probleme geben kann. Und ich kenne sehr viele Klienten, die auch bei Buchner gebaut haben und da hat es eigentlich nie ein Problem gegeben. Und dann war es für mich eigentlich relativ klar, dass ich mein Haus bei Buchner baue. Wie zufrieden sind Sie bis jetzt? Sehr. Also die Abwicklung läuft wunderbar und ich war erstaunt, wie schnell es geht. In 2 Tagen ist das Haus gestanden. Immer wenn man irgendwelche Anmerkungen hat, wird das sofort erledigt. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden und kenne auch viele andere, die sehr zufrieden sind. Ja, nachdem wir den Plan eigentlich fertig gehabt haben, ist das wieder sehr schnell gegangen. Das Haus ist eigentlich gekommen, also die Mauern innerhalb von ein paar Tagen eigentlich alles gestanden. Und dann waren wir eigentlich außen dicht. Da steht dem individuellen und ökologischen Hausbau wohl nichts mehr im Wege.